bin total unperfekt und unperfektionistisch und schlampig auch. Und manchmal gehe ich so durchs Haus und denke mir, wie schaut's denn hier aus? Und dann denke ich mir, ach lustig, das meiste, was rumliegt, ist eigentlich von mir. Fotoshooting zur neuen Ausgabe des Magazins Barbara. Und das Credo, ich lass das jetzt so, scheint der Namensgeberin auf den Leib geschnitten. Im Prinzip ist bei allem, was ich mache, der Gedanke dahinter immer, ach komm, das lasse ich jetzt mal so. Ich mache alles, ich mache es sofort, ich mache es schnell, ich mache es schlecht, häufig. Wenn ich manchmal mir vornehme, eine Wand zu streichen, ist danach der Farbeimer umgefallen und alles ist irgendwie voller Farbabdrücke und so. Wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, bricht die halbe Wand raus, aber das Bild hängt halt danach. Wenn ich irgendwas aufhänge, ist es garantiert schief. Aber es ist dann gemacht und ich richte dann meinen Blick ganz positiv auf die Wand und schaue halt nicht auf den Boden, der auch zufällig irgendwie mit angemalt wurde. Und so kann man eigentlich ganz gut durchs Leben kommen. Wenn es um die eigene Verschönerung geht, ist Barbara Schöneberger nicht ganz so gelassen. Also ich habe jetzt schon angefangen in letzter Zeit in meinem Gesicht und im Hals, Dekolleté-Bereich alles zu machen, was irgendwie legal ist, also was auch möglich ist. Es gibt so heiße Blitze, die da so reinblitzen und angeblich geht dann Altes kaputt und Neues entsteht und so. Und da habe ich jetzt wirklich alles gemacht und ich habe auch gemerkt, dass ich da eine neue Einstellung zu mir, meinem Gesicht und meinem Körper bekommen habe. Inzwischen bin ich sehr offen für alles, was angeboten wird. Schönheits-OPs, um jünger zu wirken, oder Botox lehnt sie für sich ab. Da habe ich jetzt bisher noch die Finger davon gelassen. Aber ich möchte es nicht ausschließen. Ich bin ja noch jung und wir sprechen uns einfach noch mal in 5 Jahren und vielleicht bin ich dann schon einen bedeutenden Schritt weiter. Super. Schön, schön, auch schön. Du bist ja Fassadenbau eher, gell? Du machst Fassadenbauer eher. Ja. Nö, ist gut.